Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Wir haben wieder einen Monatsreport für euch. Und zwar von März. Ja. Und da ist eigentlich viel passiert, würde ich mal behaupten. Definitiv. Wir werden auf jeden Fall den Monatsreport hier nur für euch zusammenfassen können. Ja. Das heißt, der vollständige Artikel erscheint dann übersetzt bei SCB. Gebt den Jungs ein bisschen Zeit, wird ein bisschen dauern, bis der da hinkommt. denn es ist sehr, sehr, sehr viel Text. Wir liefern euch jetzt wirklich die wichtigsten Eckpunkte da raus, um zu wissen, was haben sie im März gemacht und auf was können wir uns jetzt im Laufe des Aprils und vielleicht natürlich auch später dran freuen. Und darum werden wir euch die Zusammenfassung bieten. Als allererstes aber möchten wir an der Stelle wie immer auf jeden Fall unseren Patreons danken. Die Leute, die uns bei Patreon unterstützen, die Arbeit hier für euch wirklich auch auf lange Sicht möglich machen, für die ganze Community auch, die uns ermöglichen, zum Beispiel wie jetzt gerade aktuell eine nagelneue Kamera zu kaufen, über die ihr hier auf dem Channel auch im Laufe der nächsten Zeit noch ein bisschen mehr erfahren werdet. Das heißt, welches Modell, was kann sie, was soll sie, was wird sie für uns in Zukunft hier tun. Das alles war wirklich direkt und ausschließlich möglich, weil ihr uns bei Patreon so cool unterstützt habt und wir dementsprechend jetzt mal endlich von dem armen, kleinen, gestraften Camcorder der hier irgendwann schon in die Unschärfe gegangen ist. Was? Ich fand uns immer scharf. Ja. Also, wer behauptet, wir wären nicht scharf gewesen? Also. Du meinst aber eine andere Schärfe, meine Liebe. Was hast du jetzt gesagt? So ist es. Nein, auf jeden Fall vielen, vielen Dank für euren Support. Ihr macht das hier wirklich möglich und es macht einen großen, großen Spaß, dass es immer weiter ein bisschen wächst, dass immer mehr dazukommen. Dankeschön. Ganz, ganz herzliches Dankeschön vom ganzen Crash Academy Team. Ja, und von da aus würde ich sagen, starten wir in den Monatsreport März mit unserem Hot Topic. Ja, und unser Hot Topic ist natürlich Patch 2.3 gewesen oder ist es. Wir sind jetzt aber schon bei 2.3.1 und ich finde eigentlich zu unserem Hot Topic muss man erwähnen, dass die Starfarer Hangar ready ist. Ja, das größte Schiff, was es bisher in unseren Hangars gibt, was bei Star Citizen überhaupt erstmal quasi für alle Backer zugänglich in die Engine gekommen ist. Sie ist so groß, dass sich bestimmt jeder von euch, der sie sich angeguckt hat, schon mal drinnen irgendwo verlaufen hat. Wir haben das getan und sogar die Developer haben es geschafft, sich da drin zu verlaufen, was ich sehr, sehr cool finde. Und wir haben sie natürlich auch für euch gecovert an verschiedenster Stelle. Als allererstes mal eine Art First Look Let's Play mit Weezen und Dozer. Ganz genau. Ja. Die sich auch hilflos verlaufen haben da drin, weil Dosa einfach immerhin gesagt hat, oh, da ist eine Leiter, da kletter ich hoch. Und Reason, wo sind wir denn jetzt? Ich weiß keine Ahnung. Schau mal rein, es ist wirklich cool geworden. Ja, dann gab es auch noch einen Showcase, den hast du gemacht, ne? Ja, der kam zu spät eigentlich. Ach, das macht doch nichts. Ja, aber es hat sich genau überschnitten, was willst du da machen? Ja, also. Es war super, ja, genau. Ja, und Schluss und letztendlich noch ein Voice-Over, da habe ich sozusagen eine deutsche Tonspur erstellt dafür, dass Discolando mit zwei Developern durch das Schiff durchgeht und jeden Raum einzeln zeigt. Also wenn ihr ganz detaillierte Informationen zur Starfarer habt, dann schaut da mal rein. Und selbst die haben sich da drin verlaufen. Das hat mich sehr gefreut innerlich. Ja, das war aber noch nicht alles, was Patch 2.3 erzählt. Nein, in 2.3 Flight Ready ist die Kato'al der Shian jetzt geworden. Und ja, dazu hast du ein kleines Update-Let's Play gemacht, ne? War ganz wichtig, weil am Anfang in PTU stimmt immer noch nicht alles. Darum habe ich so erst mal das First Look gezeigt und dann haben wir so nochmal ein Update gemacht. Also schaut mal in das Update rein, wenn euch die Shian Scout, also die Kato'al, interessiert. Ist ein sehr, sehr schickes Schiff geworden. Mhm. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Sie sieht unglaublich hübsch aus. Und von da aus ging es dann, glaube ich, direkt nochmal weiter mit den anderen Inhalten. Und da muss man ganz ehrlich sagen, gab es wenig. Ja, gab es eigentlich keine neuen Mechaniken. Aber umso mehr freuen wir uns auf Patch 2.4. Und um da so ein bisschen zu gucken, wo geht da die Reise hin, gehen wir jetzt in unsere nächste Kategorie, und zwar das Engineering. Ja, und da haben sie etwas erzählt, was wir auch schon mal erwähnt hatten hier im SCB-Verse Report, und zwar das neue Interaktionssystem, woran sie gerade arbeiten. Das bedeutet, es soll ein kontextsensitives System geschaffen werden. Ach, das hast du super gesagt. Also um es nochmal vereinfacht zu sagen, also es wird nicht nur diesen Use-Button geben, sondern quasi verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Wenn ihr jetzt vor einer Tür steht, dann wird es zum Beispiel, oder höchstwahrscheinlich Spekulation an dieser Stelle, geben, Tür öffnen, Tür schließen, Tür verriegeln, beim Schiff oder was auch immer, ne, bei Rampen oder so. Genau, da sitzen sie gerade an den Sitzen in den jeweiligen Schiffen. Sie sitzen an den Sitzen, ist auch schön gesagt. Sie sitzen also so wirklich daran, die Sitze selbst interaktiv zu machen und zu gestalten, eben Türen und Rampen zu entwickeln. Und das war noch nicht alles. Es geht von da aus natürlich weiter in den nächsten großen Milestone, nämlich die Persistence.
Persistence. Genau, und Persistence is coming, kann man an dieser Stelle nur sagen. Ja, wir haben ganz oft schon darüber berichtet, also dass Persistenz geschaffen werden soll, wenn ihr euch auslackt, dass trotzdem euer Ruf oder dieses ganze Rufsystem erhalten bleibt. Mhm. Das, was ihr euch erarbeitet habt, sei es positiv oder negativ, wird halt gespeichert werden und jedes Mal wieder fortlaufend stattfinden. Genau. Vorsicht an dieser Stelle, Bugs und Fehler sind auf jeden Fall noch zu erwarten, die wird es am Anfang auch noch geben, oh, ja. Darauf haben sie schon hingewiesen, also Da muss man ein bisschen Geduld haben, denn das wird ein bisschen dauern, bis alles fehlerfrei läuft. Sollen dann auch die Schäden zum Beispiel an den Schiffen und die ihr selbst als Charakter einsteckt, sollen gespeichert werden und so weiter. Das wird dann immer ausgebaut. Und ausgebaut wird auch das nächste, was im Engineering zu berichten ist. Das zieht sich durch den gesamten Monatsreport, durch alle Studios, und das ist nämlich das Shopping-System, was angekündigt ist jetzt. Ja, und da soll es neue Inventar- und Preislisten geben, oder die wurden angefertigt, ne? Mhm. Und ein User-Interface zum Einkaufen, haben sie sich auch gemacht. Dann haben sie Alpha-Credits oder die sogenannte Alpha-Währung eingeführt oder die soll eingeführt werden in dem Zusammenhang. Also eine sogenannte Testwährung, haben wir euch auch schon mal erklärt. Die wiederum, wie gesagt, nur zum Testen ist. Die kann jederzeit gelöscht werden. Also alles, was ihr euch im Prinzip erarbeitet bis zu dem Zeitpunkt, kann dann weg sein. Weg sein, also macht euch darauf gefasst. Was gab es noch Neues? Eine Anprobekamera, ne? Ja, fanden wir sehr nett. Genau. Nice. Haben in der Umkleidekabine. Genau, haben sie erkannt, müssen sie noch machen, damit ihr wirklich anschauen könnt, was ihr euch dann da in den Shops kaufen könnt. Da geht es dann natürlich insbesondere um die Area 18 auf A-Corp, wo ihr dann einkaufen könnt, oder auch um Port Olisar, und da kommen wir später nochmal drauf. Da soll nämlich auch was erweitert werden. Was aber auch auf jeden Fall erweitert werden soll, sind die Hangars an sich, und zwar die Gestaltung der Hangars selbst. Die sollen nämlich individualisierbar werden. Ja, was ich eigentlich ganz schön finde, weil wenn ich nicht weiß, wo der Kram jetzt hier auch immer hinkommen soll, dann kann ich ihn mal dahin stellen oder mal dorthin, und es kann ganz anders aussehen als bei dir. So ist es, genau. Und außerdem ist es mit den Schiffen dann so, dass ihr die nicht mehr über die Website festlegt, wo sollen jetzt welches Schiff sein, sondern dass ihr das wirklich in-game macht, eben zum Beispiel über die MobiGlass-App verteilt und sagt, also dieses Schiff jetzt in diesem Moment in die Hangar Bay A und so weiter und so fort, dass ihr das selber sozusagen festlegen könnt. Das heißt, das MobiGlass wird dann viel am Hangar auch selbst steuern können. Ja, und von dort aus geht dann nochmal in das prozedurale Rendering, was natürlich auch erwähnt werden muss, denn es ist ein ganz, ganz großer Ressourcenfokus bei RSI. Ja, und da haben sie vor allem Detailarbeiten gemacht an den Oberflächen, also an Kieseln, Steinen, Abhängen, und sind sie fleißig dabei. Genau, alles, was das man da schon mal sehen kann. Ja, es sieht schon mal sehr, sehr spannend aus, genau. Und für alle Raumfahrer da unter euch noch ein Update zum Quantum Drive. Da wurde nämlich angekündigt, dass der Quantum Drive jetzt weiterentwickelt werden soll, von der Art, wie er jetzt aktuell ist, zu einem richtigen, sagen wir mal, Gameplay-Feature. Das bedeutet nämlich, dass es sozusagen auch ein Skill-Level bei euch als Spieler brauchen wird, um zu sehen, wenn ihr mit dem Quantum Drive gut umgehen könnt, dann könnt ihr den unter Umständen schneller hochfahren als andere und dementsprechend auch Zeit sparen. Andererseits soll es dann auch möglich sein, den Quantum Drive zu blockieren, also wirklich tatsächlich eine Störung einzubringen, damit die Schiffe nicht flüchten können vor euch. Das bedeutet, das wird jetzt ein sehr, sehr wechselhaftes und interaktives System geben beim Quantum Drive in Zukunft, damit es eben nicht nur ist, so ausrichten, Knopf drücken, los geht's und Dankeschön. Also das ist wirklich ein spannender Punkt, der da im Engineering war, und von dort aus gehen wir jetzt direkt zur nächsten Kategorie, und zwar Design and Art. Genau, und beim Design and Art, da gab's was ganz Tolles, hat eigentlich sich auch den ganzen Monat durchgezogen, zu Squadron 42. Da sieht es jetzt nämlich so aus, dass sie im Whiteboxing der Level sind, also sich mit den Autoren zusammensetzen und gucken, wo könnten noch Dialoge fehlen. Und das wird jetzt die ganze Zeit nachgearbeitet. Das ist ein spannender Job, glaube ich. Ja, ne? Das finde ich eigentlich auch total spannend. Ne? Also wenn du merkst, irgendwie, ach, da fehlt noch was, der könnte noch was sagen oder der könnte noch... Ne? Erklären, wo bist du hier eigentlich und was hier, wo kannst du hier lang gehen und sowas alles. Das wird jetzt zusammen mit den Autoren gemacht. Außerdem haben sie bereits 5 Level im QA getestet. Das heißt, da in der Quality Assurance sind bereits 5 Level von Squadron 42, die aktuell wirklich auf Herz und Nieren geprüft werden. Und ein Level davon tatsächlich ist sogar schon in der finalen Phase, also tatsächlich in der endgültigen Design- und Art-Ausgestaltung, während andere Locations, die es noch gibt, jetzt aktuell im Greyboxing sind. Ja.
Und ja, und was halt noch fehlt, ne, das haben wir euch auch schon erzählt, da drehen sie jetzt auch gerade noch andere Szenen dafür und also da geht auf jeden Fall geht eine Menge ab. Ja, ja, was gab's als nächstes? Landezonen. Ja. Da gab's auch was Neues, du hast vorhin schon erwähnt, in puncto Port Olisar, da wird es eine nagelneue Einkaufsmeile geben. Ja, genau, mit dem Shopping. Das bedeutet, es soll dann so sein, dass die einzelnen Terminals, die man momentan nur per EVA erreichen kann, das heißt, wenn man in Bravo spawnt und will zu Alpha rüber, muss man einen EVA machen, um da durchzukommen. Das soll dann eben miteinander verbunden werden und in diesen Verbindungsgängen, wie man das so aus Flughäfen kennt, werden dann wahrscheinlich so Shops entstehen, wo man dann eben mit dem Shopping-System auch einkaufen kann, was ich eine sehr coole Lösung finde. Was ging es dann weiter? Ach so, eine einzelne Basis soll es noch geben. Ja, ne? Genau, und mit Piraten und eine sogenannte Outlaw-Basis, also wo dann, ja, wo die dann im Prinzip respawnen können. Und das heißt, wenn ihr als gesuchte Verbrecher sozusagen respawnt, dann könnt ihr auf dieser Piratenbasis respawnen. Da werdet ihr dann nicht eingekerkert, da sind dann keine Sicherheitskräfte drumherum. Aber das Ganze wird weiterhin im Stanton-System sein, was denn bedeutet, dass ihr weniger Möglichkeiten haben werdet auf dieser Outlaw-Base. Das heißt, es wird vielleicht weniger Shops geben, es wird insgesamt weniger Möglichkeiten, Schiffe zu spawnen geben und so weiter. Denn Stanton ist ein UEE-System, das ist nach wie vor im UEE verankert und dementsprechend sind die Outlaw-Bases wirklich so Schattenplätze. Andere haben sie auch schon angekündigt, Systeme, die zum Beispiel unclaimed sind, wo kein UEE-Rechtsraum ist, dort wird es umgekehrt sein. Das heißt, da gibt es nur eine ganz, ganz kleine UEE-Basis, wo halt die rechtschaffenden Bürger sozusagen eine sehr geringe Auswahl haben an Shops und ähnlichen Dingen. Und ihr als Outlaws werdet dann die Möglichkeit haben, dort richtig zu florieren. Genau, das war auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Genau. Ja, dann ging es weiter noch mit Hurston, ne? Ja. Der Hurston-Landezone. Und da soll eine große planetare Siedlung entstehen. Und da wurde jetzt die Layout-Phase abgeschlossen. Das haben sie schon verraten. Ja, das heißt, da können wir uns schon drauf freuen. Sie haben, glaube ich, gesagt, mit viel Mining und so drumherum wird es sein. Also das ist ja an sich ein sehr dreckiger Planet, wenn man dem Galactic Guide folgt. Das heißt, es wird wahrscheinlich ganz anders aussehen als auf Arkop. Ja, und von dort aus gehen wir dann in die letzte Kategorie hiervon, und zwar die Schiffe. Ja, und ja. Da Schiffe, ist das Erste. Da ist eigentlich unsere Spekulation seit März für den nächsten Patch 2.4, dass die Reliant Hangar ready wird. Ja, und das deutet sich auch wirklich so an. Sie hatten auch Concept Arts dazu im Monatsreport sozusagen drin. Das heißt, man sieht also, die wird wahrscheinlich dann wirklich mit dem nächsten Patch kommen. Außerdem geht es dann in die Richtung der Caterpillar, die aktuell weiterhin im Whiteboxing ist. Da haben sie als Update gegeben, dass die Konzepte fertiggestellt sind für das Cargo-Modul und für das Crew-Modul, also sozusagen die Crew-Quartiere. Und die werden jetzt modelliert. Das heißt, vom Konzept geht es dann ins Modellieren dieser Module rein. Und ja, wie ging es weiter nochmal? Ja, die Hornet-Serie. Ah, also Hornet-Fans, aufgepasst. Genau, die wird ein Update erfahren. Das haben sie auch schon gesagt. Also da wird am Balancing dann gearbeitet. Also das ist der Stand zur Hornet-Serie. Dann gab es zur Idris und Javelin Neuigkeiten. Und zwar, dass die große Fortschritte machen. Und sie haben auch schon Sachen fertiggestellt. Zur Idris, die Brücke. Die Brücke, ich versuche mal zusammen. Ja. Die Brücke, den Gravitationsraum, die Waffenkammer, den Cargo-Raum, glaube ich, also den Laderaum. Und die Escape-Pods sind schon fertig von der Idris. Also die sind schon abgeschlossen, die arbeiten da dran. Genau, und von der Javelin, die Brücke und Engineering-Deck. Genau, das ganze Engineering-Deck, was jetzt schon ziemlich groß ist, auch das ist schon abgeschlossen. Und da geht es natürlich dann mit Feuerkraft weiter, weil es geht ja da auch um Squadron 42 natürlich. Ja, und dann geht es nochmal um noch größere Schiffe? Ja, und zwar Bengal Carrier. Ja. Und das schreitet auch sehr gut voran, haben sie gesagt. Größer, größer, weiter, größer. So ist es ganz auf jeden Fall. Gerade da wird viel an der KI noch gearbeitet. Also das geht wirklich nochmal da ein großes Stück voran. Ich bin sehr gespannt, wie der Bengal Carrier dann aussieht, wenn man ihn dann wirklich in-game irgendwann mal sieht. Ja, und von dort aus geht es in die letzte Kategorie. Ja, und unsere letzte Kategorie Interaction. An dieser Stelle vielen Dank, dass ihr immer so fleißig uns unterstützt und abstimmt und solche Umfragen überhaupt möglich macht. Und ja, wir hatten euch gefragt, was ist denn eigentlich im Moment euer Lieblingsformat? Also was gefällt euch, wovon wollt ihr noch mehr sehen? Und da habt ihr fleißig abgestimmt und 6% haben gesagt, der Einsteiger-Guide, 12% Let's Plays, dann 19% fanden die Showcases von euch interessant, nochmal 19% die Starship Guides, die Starship Guides, entschuldigt, bisschen Ernsthaftigkeit hier. Und ja, worüber wir uns, und das ist auch ernsthaft, aber mit viel Humor getragen, worüber wir uns sehr freuen, dass ihr
den SCB Verse Report so toll unterstützt, und zwar mit 44%. Genau. Es haben viele von euch drunter kommentiert, dass jedes Format von euch sehr, sehr gut gefällt und dass ihr euch schwer entscheiden konntet. Dafür auf jeden Fall am meisten Dankeschön. Ja. Das ist natürlich sehr unterschiedlich, mit welcher Art von Vorwissen man auch zu Star Citizen kommt. Dass man zum Beispiel, ich glaube, viele Leute, die jetzt gerade zuschauen, brauchen nicht unbedingt mehr einen Einsteiger-Guide. Aber für uns war es ganz, ganz wichtig, auch gerade zu sehen, dass der Verse Report sehr gut angenommen wird von euch, dass ihr das gerne guckt. Das war wirklich Balsam ein bisschen für uns. Ja, aber der baut ja auch auf den anderen Videos auf und genau. Auf den anderen Sachen. Also deswegen, eins geht ohne das andere sowieso nicht. Definitiv, und schon daher vielen Dank fürs Abstimmen und vielen Dank, dass ihr uns so fleißig zuschaut, und auch vor allem vielen Dank, dass ihr uns jetzt so fleißig zugeschaut habt. Mit dem Monatsreport März sind wir durch, und wir freuen uns sehr, wenn ihr unseren Channel abonniert, um weiter up-to-date zu bleiben, was Star Citizen angeht. Liked oder disliked die Episoden, wenn ihr sie euch gefallen oder ihr noch Verbesserungsvorschläge habt, dann kommentiert gerne darunter, das lesen wir auch auf jeden Fall gerne. Und Schluss und letztendlich, ihr habt es am Anfang schon gehört, wenn ihr uns direkt unterstützen wollt und unsere Arbeit hier fördern wollt, wie ihr seht, mit ganz neuem Equipment zum Beispiel, damit es noch ein bisschen schöner und ein bisschen hipper wird, was wir hier machen, dann geht doch mal genau auf unser Patreon-Profil und guckt doch mal, ob ihr die ein oder andere Belohnung dort findet, die euch vielleicht interessiert. Ja, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ja, und dann sehen wir uns spätestens im nächsten Monat, zumindest zum Monatsreport, ansonsten nächste Woche. Genau. Und beim Verse-Report. In dem Sinne würde ich sagen, Cecilia und Sawyer verabschieden sich von euch mit einem gemeinsamen See you on the flight deck.